Ich bin euer Thunderhawk. Es ist schon einige Zeit her, dass ich das letzte Mal größer berichtet hatte. Da ging es dann halt auch um Mounjaro, die Spritze, die ich mir wöchentlich gesetzt habe. Und damit sollte er dann halt der Blutzucker und auch das Gewicht wieder eher in die richtige Richtung kommen. Das Virgin Harbor sagt eigentlich schon aus, ich nehme das Medikament nicht mehr. Leider war es so gewesen, schon in der Anfangszeit, wo ich das genommen habe, dass ich Probleme mit der Einnahme gekriegt habe, mit Magenproblemen, Durchfall, Krämpfen und so weiter und so fort. Und da wurde dann halt in dem Krankenhaus in Kassel gesagt, verlängere mal die Intervalle, statt wöchentlich alle 10 Tage. Danach ging es erstmal eine ganze Zeit lang. Und an sich war das dann auch so in Ordnung für mich. Ja, das war so lange, so bis um die Zeit so um Ostern rum, bis dann die ersten Male wieder Durchfälle dazu kamen. Kurz darauf, da fing es dann auch wieder an mit dem Magenkrämpfen. Und das Schlimme war halt gewesen für mich, es wurde mit jedem Mal schlimmer. In der Regel konnte ich fast davon ausgehen, jedes Mal, wenn ich eine Spritze gesetzt hatte, dass ich dann quasi 2 Tage Lotto gespielt hatte, ob ich überhaupt arbeiten kann. Weil wenn du morgens aus dem Bett rauskugelst und ja, dann fängt es schon an, dass du irgendwelche Krämpfe hast und dich eigentlich kaum wirklich bewegen kannst und du deine Schmerztablette nimmst und quasi davon abhängig bist, wie schnell diese Schmerztablette wirkt, damit du überhaupt an die Arbeit gehen kannst. Und sag mal so, du läufst ja dann an der Arbeit nach dem Motto, ja, ich hoffe, dass der Weg zum Klo frei ist, weil wenn du da musst, musst du. Und bei Sprühstuhl ist nicht schön. Ja, das war dann irgendwie dann zu viel des Guten gewesen. Was mir halt noch ein bisschen übel aufgestoßen ist, ist halt auch die Geschichte mit der Krankenkasse. Solange wie ich das Medikament aus Kassel verordnet bekommen habe, ging alles einwandfrei. Irgendwann musste ja dann meine Hausärztin einspringen und die Verordnung machen. Ja, dann hieß es auf einmal, Diagnose fehlt, Einnahmevorgabe fehlt. Ja, und wo ist die Kassenfreigabe? Heißt, ich sollte eigentlich mal einfach so 560 Euro bezahlen und dann mich hinterher mit der Kasse auseinandersetzen. Jo, klar, jeden Monat 560 Euro vorstrecken dafür, dass ich ein Medikament von der Kasse bezahlt bekomme. Ich sag mal so, die Nebenwirkungen waren da zu dem Zeitpunkt schon so groß gewesen, dass ich gesagt habe, nee, das ist eh nicht das, was ich auf Dauer weitermachen möchte, weil ich möchte keine Medikamente nehmen, gegen die ich wieder Medikamente nehmen muss, nur damit ich keine Probleme mit den Nebenwirkungen bekomme. Das ist mir kein positiver Effekt der Welt wert. Und das habe ich gemacht. Ich habe einen freundlichen 4-Zeiler an meine Ärztin geschrieben, weil die ist momentan sehr viel auf Lehrgängen und oftmals nicht gut erreichbar. Und habe dann eben gesagt, ich will nicht mehr. Nun war es so gewesen, bevor wir zu Mounjaro gekommen sind, dass ich Januvia genommen habe, so heißt das Medikament. Das ist ein Medikament, was halt auch dafür sorgt, dass der Blutzuckerspiegel in einem bestimmten Bereich bleibt. Nur halt der Effekt von der Abnahme fehlt fast ganz. Sag mal so, wenn mir eins wichtig ist, dass mein Zucker im richtigen Bereich ist, weil ich möchte die ganzen Nebenwirkungen, die da drumherum sind und mit einhergehen, will man eigentlich nicht. Und da war dann halt mein Vorschlag an meine Hausärztin gewesen, lass es uns doch damit wieder probieren. Weil zu dem Zeitpunkt, wo sie das mir verordnet hatte, ich habe das gerade mal 3 Wochen genommen, danach haben die mir in Kassel dann halt die Spritzen verpasst. Ja, meine Ärztin ist auch darauf eingegangen und seitdem nehme ich wieder dieses Medikament. Wie sich das auswirkt, werden wir bei der nächsten Langzeitzuckermessung sehen. Ich gehe mal davon aus, nach meinen aktuellen Werten, die ich so habe, dass es nicht schlecht ist. Gleichzeitig hat meine Ärztin auch noch mein Blutdruckmedikament umgestellt. Keine Ahnung, was sie da momentan wieder rausgegraben hat, aber irgendwie die Blutdruckwerte sind wirklich im Top-Bereich. Und das innerhalb von knapp 1,5 Wochen, seitdem ich das Zeug einnehme. Also gute Leistung, muss ich wirklich sagen. Und ja, es läuft da schon einiges wieder in die richtigen Bereiche rein. Ja, es gibt natürlich andere Medikamente wie Mounjaro.
Ozempic und wie sie alle heißen mögen. Das wurde mir in der Apotheke ja dann auch nochmal erklärt. Gut, war mir nichts Unbekanntes. Nur die Sache ist die gewesen, letzten Endes basieren die alle eigentlich auf dieselbe Wirkung. Gut, Mounjaro geht an zwei Rezeptoren ran. Das macht das Ganze schon noch ein bisschen wirkungsvoller. Aber letzten Endes, die Wirkungsweise ist bei allen doch relativ ähnlich. Ja, und da war dann halt auch die Frage, warum nicht die anderen erstmal durchprobieren? Ich habe keine Lust auf Lottospiele mehr. Sorry. Ich habe jetzt so lange mit irgendwelchen Ärzten hin und her gemacht und dann irgendwie durchprobiert. Ich habe einfach keine Lust mehr. Außerdem, man muss ja auch die Wahrheit mal sehen. Letzten Endes, egal ob das mal Medikament Ozempic heißt oder ob es jetzt Mounjaro oder Pipifax heißen möge, es ändert nichts an der Tatsache, dass irgendwo was im Leben falsch läuft. Weil nimmt man das Medikament nicht mehr ein, nimmt man zwangsläufig wieder zu, wenn man nicht irgendwie gegensteuert. Also das heißt, man ist mit dem Gewicht auf Gedeih und Verderb an das Medikament gebunden. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer möchte, dass ich ewig an so ein Medikament gebunden bin, damit es mir gut geht. Ich möchte mich mehr bewegen können, ich möchte mehr Sport machen können, ich möchte weniger Gewicht auf die Waage bringen. Das ist das, was ich als Ziele habe. Aber nicht unbedingt, dass ich permanent ein Medikament und womöglich noch Medikamente gegen dieses Medikament nehmen muss, damit es mir gut geht. Also ich denke mal, damit war für mich das eigentlich die gute Entscheidung. Und das möchte ich auch euch mitgeben. Per se sage ich mal so, egal ob es jetzt Ozempic ist oder ob es jetzt Mounjaro ist, es sind an sich keine schlechten Medikamente. Ich will sie jetzt nicht komplett schlecht machen. Sie haben ihren Zweck, den sie erfüllen. Und für diejenigen, wo es bislang keine andere Lösung gegeben hat, mag das vielleicht auch eine gute Sache sein. Aber alles hat seine Grenzen. Also wenn es irgendwo dann so weit geht, dass ihr euch vor Schmerzen krümmt oder dass euer Magen-Darm einfach sagt, nee, ich will nicht mehr oder was auch immer die Nebenwirkungen sind, sprecht mit eurem Arzt. Und wenn das Ergebnis dann ist, dass ihr dieses Medikament absetzt, ist es eben so. Mittlerweile sind ja diese ganzen Präparate auch noch ein klein bisschen in Verruf gekommen, weil die Nebenwirkungen teilweise doch stärker sind, als wie man denkt. Das geht dann teilweise bis zum Magen-Darm-Trägheiten oder dass dann halt eben entsprechend das verdaute Essen im Körper nicht mehr richtig weiter befördert wird. Das ist gefährlich. Deswegen, sobald ihr was merkt, dass irgendwo was nicht passt, meldet euch bei eurem Arzt. Sagt denen das, damit dann dagegen gesteuert werden kann oder im schlimmsten Fall halt das Medikament abgesetzt wird. Bei mir wird sich in den nächsten Wochen noch das eine oder andere in eine andere Richtung tun. Da bin ich mit meiner Ärztin momentan noch dran. Da habe ich am Montag noch zwei Folgetermine, die ich zu begehen habe. Das eine geht darum, dass ich dann noch eine Diagnose brauche, schriftlicherweise. Das sind dann halt so Sachen wie Reha, die im Raum stehen. Weil eine Reha, die soll ja auch mithelfen, dass man erwerbsfähig bleibt. Und das andere, was dann halt noch als offener Punkt da ist, ist, dass ich wahrscheinlich wieder in einem Fitnessstudio trainieren werde, spätestens ab dem Herbst. Aber da muss ich auch noch einige Sachen im Voraus klären, weil ich möchte jetzt momentan mit dem gesundheitlichen Problem, die ich so drumherum habe, nicht einfach so von 0 auf 100 schalten. Ich sag mal so, da wäre es schon ganz passend, wenn im Vorfeld eventuell die Reha stattfinden könnte. Muss mal gucken, wie das alles funktioniert, weil ich rechne damit, dass erstmal abgelehnt wird, dass dann Widerspruch ist und bis dann ein Platz irgendwo in einer Reha-Klinik vorhanden ist, da geht auch nochmal Zeit ins Land. Also ich sag mal so, das ist alles nichts, was von heute auf morgen kommt, aber ich muss auch auf der anderen Seite ehrlich bleiben, auch das Gewicht, was ich auf den Rippen habe, ist nicht von heute auf morgen gekommen. Das hat sich über Jahre rangeschlichen. Und da muss man halt sehen, wie man zur Rande kommt. In den nächsten Wochen, Monaten werdet ihr wieder häufiger von mir hören. Mein Setting für die Aufnahmen ist noch nicht wieder so ganz hundertprozentig, nachdem mir leider
meine Handys geklaut worden sind und auch mein Portemonnaie einmal komplett weg war. War schon eine dreiste Nummer, dass das einmal hinter meinem Rücken direkt aus dem Auto rausgeklaut worden ist. Aber so langsam baut sich auch das wieder auf. Demnächst kommt noch ein Gerät, mit dem ich besser aufzeichnen kann. Und dann wird es auch hier wieder regelmäßigere Videos geben. Es wird demnächst auch einige Shorts geben. Bisschen ein anderes Format, ein bisschen andere Art und Weise des Aufnehmens. Wird vielleicht ganz nett, vielleicht auch mal ein bisschen lustig. Muss man alles gucken. Lassen wir uns mal positiv überraschen. Ja, ich werde jetzt erstmal in Ruhe frühstücken. Ich sitze hier am Hohen Meißner beim Frau Holleteich. Es ist herrlich still. Es ist fast keiner hier. Also eine wirklich ruhige Ecke. Nächstes Wochenende ist bei uns ein Eschwege Johannesfest. Ich war heute auch mal beim Friseur gewesen. Das heißt, ich habe mein Abnehmensoll schon erfüllt. Ja, in dem Sinne, ich wünsche euch schöne Tage. Bleibt gesund und macht das Beste.